then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Moin Chiefs, willkommen zurück zum großen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Zufallsturnier. In dieser Runde treten gegeneinander an Eric Cake als Conan und 19 Kev als Choji 2. Los! Einfach nur los! Nicht fragen, einfach Attacke! Ich meine, der Dicke muss zum Essen, der muss jetzt endlich mal wieder zu Hause sein und Frau Conan muss auch ihre Blümchen gießen. Deswegen, wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern uns gleich auf die Fresse hauen. Was haltet ihr davon? Ist immer eine super Idee, ne? Die ganze Zeit labern und so, das muss doch nicht sein! Wir wollen Backenfutter sehen. Immerhin hat Choji ja schon solche Kringel drauf gemalt, damit Conan sofort weiß, wo sie hinhauen muss. Mitten in der Nacht treffen sich beide. Eigentlich wollte Choji nur einen Mitternachtssnack einnehmen, aber dann sah er eine wunderschöne Frau, die Papierflieger baute. Und er hat sich gedacht, boah, so ein Papierflieger mit Käse überbacken, das wär's ja jetzt. Und der Papierflieger, der kann sogar richtig was. Obwohl, so viel Schaden drückt Conan auch nicht damit. Im Prinzip sogar weniger als Choji, aber wir sehen gerade, dass Choji gerade auch im Ultimativmodus war. Ja, das? Es sah so ein bisschen so aus und dann wieder nicht und... Okay, Choji, aufpassen. Du bist ein bisschen langsamer als Conan. Oh Gott. Das kannst du gar nicht machen. Vor allen Dingen nicht, wenn du so weit wegstehst. Das funktioniert überhaupt nicht. Tauschjutsu sehr, sehr gut genutzt. Das Problem ist jetzt nur, dass Conan sehr wenig Schaden rückt mit ihren Attacken. Und wenn Choji sich in einen Schmetterling verwandelt, dann ist die ganze Geschichte nochmal was ganz Neues. Weil Schmetterlinge, die sind ein bisschen stärker als Raupen, habe ich gehört. Fressen zwar nicht so viel, aber trotzdem. Okay, Choji, jetzt ist aber genug mit dem Schmetterling. Ach, er setzt alles auf eine Karte und geht wieder in den Nahkampf. Ich glaube es nicht. Der Mann ist stark. Das ist ja ein richtiges Vogelduell hier, meine Güte. Eine mit Papierflieger, der andere mit Schmetterling. Das ist ja, hätte ich ja nicht gedacht. Das ist aber ein schönes Leitmotiv, das wir hier gewählt haben. Der Kampf gefällt mir vom Sinnbild sehr, sehr gut. Jetzt nur die Frage, wer ihn auch gewinnen wird im Endeffekt. Choji macht Nägel mit Köpfen. Aber was passiert denn da? Warum macht er denn jetzt nichts? Das habe ich gerade nicht verstanden, weil zu groß. Okay, Conan. Das Problem bei Choji ist einfach, er ist im Ultimativmodus, aber er nutzt es nicht. Er macht nichts draus. Er bleibt einfach Schmetterling und guckt sich so ein bisschen die Gegend an, pflückt ein paar Blümchen, isst sie dann auf. Genau sowas macht er. Und das ist natürlich fatal für Conan. Die kann natürlich dann wieder kontern. Das geht. Sie kann ihre Ressourcen besser schonen, aber im Prinzip... Wir sehen ja, wer gerade hier vorne liegt. Zwar Choji, der jetzt auch die erste Runde gewonnen hat. Definitiv ein starker Charakter in diesem Spiel. Wollen wir mal weitermachen. Weiter. Oh nein, nicht gucken. Choji hat gewonnen. So, jetzt gleich mal wieder den Hummingbird-Modus hier aktiviert. Mit Arschbombe und allem, was dazugehört. Das muss. Ansonsten wäre es ja langweilig. Okay. Es ist absolut nur fatal, wie viel Schaden Choji im Schmetterlingsmodus drückt. Echt heftig, kann man sagen. Absolut. Das ist der absolute Hammer. Was ist mit Conan los? Warum macht sie in dieser Runde nichts? Sie wartet einfach, bis ihr Chakra leer ist, guckt sich alles so richtig schön an, die Gegend guckt sie sich an, dann lächelt sie eine Runde und dann... Jetzt kommt die Konter. Ich wollte es nicht sagen. Kaum habe ich es ausgesprochen. Will sie gleich wissen, was Sache ist? Hat Chojis Ultimodus ist um einiges stärker als der von Conan. Ich weiß nicht, wie es euch angeht. Ich sehe hier gar nichts mehr. Ich sehe nur zwei Leute mit Flügeln, die sich ein bisschen prügeln und das reimt sich, das finde ich schön. Und da ist die Arschbombe der Jahreszeiten. Natürlich ist auch Chojis Chakra damit verbraucht. Beide im roten Bereich. Es ist mal ein Kampf, der wenig verstanden werden kann. Es explodiert einfach alles und dann noch ein paar Soundeffekte und irgendeiner ist kaputt. Dann rollt da noch eine Bombe rum. In die Conan auch direkt reinläuft. Das heißt, super platziert. Und Conan auch ein bisschen blöd. Auch wenn sie jetzt diese Situation nutzt, um eine starke Konter einzusetzen. Aber Choji, wo ist dein Tauschjutsu? Das hättest du jetzt bringen können. Immerhin bist du da noch ein wenig besser ausgestattet als Conan. Genau so gewinnt man das. Tut mir leid, Eric Cake. Das war's für dich. 19 Kev, du bist eine Runde weiter. Und... Im nächsten Kampf treten gegeneinander an Karasa Gaul als Gaara 3 und Battletex als Hidan. Bis dann, Freunde. Tschüss.